Schweigeminute im US-Repräsentantenhaus. Die demokratische Vorsitzende Nancy Pelosi fordert alle Abgeordneten und Mitarbeiter auf, sich in Gedenken an die nunmehr 200.000 Corona-Toten in den Vereinigten Staaten zu erheben. Mit dem Überschreiten der Schwelle stehen die USA für etwa jeden fünften Corona-Todesfall weltweit. Kritiker machen US-Präsident Donald Trump für das Ausmaß der Krise mitverantwortlich. Die demokratische Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris greift ihn insbesondere an für seinen Spott an Maskenträgern, wie seinen Herausforderer Joe Biden. Er gibt Werturteile über Leute ab, denen es darum geht, nicht zu sterben. Wir reden hier über den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Wir haben Besseres verdient, wir haben Besseres verdient, wir haben Besseres verdient. We deserve better. We deserve better. Der US-Präsident, der in 6 Wochen wiedergewählt werden will, sieht seine Corona-Politik ungeachtet der katastrophalen Zahlen als Erfolg. Wenn wir das nicht vernünftig gemacht hätten, hätten wir 2,5 Millionen Tote. Wenn man sich Alternativen anschaut, hätte man 2,5 Millionen Tote haben können. Oder so in diese Richtung. Es hätten deutlich mehr sein können. Aber bei all dem hätten wir eigentlich niemanden haben sollen. Seit Beginn der Pandemie wurden in den USA fast 7 Millionen Infektionsfälle bestätigt. Auch das ist ein internationaler Höchstwert.